SVG Let's Play, das kleine gelbe Let's Play Küken. Da unter YouTubern auch mal Challenges bzw. Tags verteilt werden, wo sie halt unter bestimmten Voraussetzungen etwas sagen müssen von sich selbst aus, habe ich mir gedacht, okay, sowas kann ich doch auch machen. Und zwar ein Happy New Year Tag. Und die Regeln sind auch ganz einfach. Es gibt 3 Punkte, die ihr kurz erwähnen solltet von euch selbst. Und zwar zum ersten, was hat euch im Jahre 2015 gefallen? Zweitens, was hat euch nicht gefallen? Und drittens, was wünscht ihr euch für das Jahr 2016? Und danach dürft ihr bis zu 3 weitere YouTuber nominieren, die ebenfalls ein Video mit diesen 3 Punkten wieder bearbeiten und wieder nominieren dürfen und so weiter, bis das Jahr 2016 eingeläutet wurde. Und ich bin schon sehr gespannt, wie viele bis zum Schluss mitmachen. Ich denke mal, fairerweise sollte ich auch mal anfangen. Erstens, ich bin froh, dass wir im Jahre 2015 viele Sachen regeln konnten, wie unter anderem meine Hochzeit mit meinem Helferlein. Es war ein wunderschöner Tag. Einfach grandios. Wir hatten sogar Glück mit dem Wetter. Also es war einfach toll. Ich habe es dieses Jahr sogar geschafft, meine Familie zu sehen. Denn ja, die lebt eigentlich in einem ganz anderen Bundesland als ich. So ungefähr 300 Kilometer paar zerquetschte. Weshalb ich sie leider sehr selten sehe. Aber ich habe es immerhin geschafft. Und ich bin sogar Tante geworden. Ich kann es selbst noch nicht so ganz begreifen, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise, es ist noch sehr ungewohnt für mich, mich selbst als Tante zu sehen und ich bin ja nur ein kleines Küken. Aber naja, ich bin mal gespannt, ob mein Neffe sich irgendwann mal meine Videos ansehen wird und wahrscheinlich wird er sich denken, boah, sowas gab's damals. Auch in meinem neuen Arbeitsplatz, den ich jetzt seit Juli habe, konnte ich mich jetzt sehr schön einleben. Einbringen ins Team, denke ich mal. Und ja, auch in unserer Wohnung, in der wir ja letztes Jahr im Oktober schon eingezogen waren, konnte ich mich jetzt wunderbar einleben. Ich habe auch die letzten Kartons endlich leeren können. Und ja, auch mit dem YouTube-Kanal an sich, mit Chibi Let's Play, bin ich auch eigentlich sehr zufrieden. Ich meine, es hätte schlimmer kommen können, das auf jeden Fall. Und ja, man sollte vielleicht auch einfach zufrieden sein mit dem, was man hat. ja, aber es bringt mich auch zum zweiten Punkt, nämlich was mir nicht gefallen hat. Und zwar beim Real Life waren da sehr viele bürokratische Sachen, klar auch wegen der Hochzeit und allem, wofür wir sehr viel rennen mussten. Und aber es waren auch sehr nervige Angelegenheiten, die nicht hätten sein müssen, was zum Großteil aber auch nicht mein Verschulden war. Aber naja, egal. Ich meine, irgendwann ist es ja auch gegessen, von daher. Ja, also mit meiner Abonnentenzahl bin ich an sich total zufrieden, gerade fürs erste Jahr immerhin 35 gewonnen zu haben. Das ist an sich schon super. Und ich freue mich, wie gesagt, wirklich über jeden Einzelnen. Ich bin euch auch sehr dankbar für die Kommentare. Nur, ja, was mir doch negativ aufgefallen war, bei einigen YouTubern bzw. Let's Playern, war dieses aufgezwungene Quid pro Quo-Prinzip von wegen, beispielsweise Let's Player XY abonniert mich und schreibt mir in einem Kommentar, hey, mir gefällt dein Video, ich hinterlasse dir ein Abo, besuch mich doch mal. So, dann vergeht eine Woche, ich habe mir seinen Kanal auch mal angesehen, also sofern ich die Zeit gefunden habe, sehe ich mir den natürlich auch an. Genauso wie bei allen Abonnenten, also ich möchte ja auch wissen, wem meine Videos gefallen und wie ich vielleicht das Ganze noch ein bisschen verbessern kann, dass ich noch mehr Leute erreichen kann. Und merke dann aber, dass sein Konzept bzw. seine Videos mich persönlich jetzt nicht ansprechen würden oder ich das von wem anders schon 2-3 Mal gesehen habe, weshalb ich XY jetzt nicht abonnieren würde. So, und dann ist die Woche rum. Er hat gemerkt, dass ich ihn jetzt nicht abonniert habe und deabonniert mich dazu. Also, dann ist er weg. Und ich weiß nicht, ich find's bescheuert, denn ich persönlich abonniere jemanden, der sympathisch erscheint, eine angenehme Stimme hat,
tolle Videos macht, von dem man vielleicht sogar noch was lernen kann und dessen Konzept ich toll finde, dessen Videos ich amüsant finde. Und da lasse ich mich auch nicht von irgendwem zwingen, nur weil er oder sie mich auch abonniert hat. Ganz im Ernst. Ich finde es auch sehr dreist, dass einige versuchen, so ihre Zahlen zu verfälschen. Denn ich meine, es ist was ganz anderes, wenn ich sage, ich mache jetzt in zwei, drei Sätzen Werbung für The Northern Way of Life, weil ich die beiden Digiheld und Dre Deluxe einfach für sehr nette und kompetente Let's Player halte. Oder genauso wie mit Tippy Let's Play, Game Meria oder XY, was auch immer. Aber das ist jedenfalls was anderes wie dieses bescheuerte, ich hab dich abonniert, also abonnier mich auch. Ne? Also, ganz im Ernst. Ich muss auch gestehen, dass ich diese Meldungen, wenn sie im Spamfilter gelaufen sind, dann auch wirklich da belasse. Denn, ja, es tut mir leid, aber ich möchte das einfach auch nicht unterstützen. Denn, wie gesagt, wenn mir eure Kanäle gefallen, werde ich sie so oder so abonnieren. Aber ich lasse mich nicht von irgendwem zwingen. Okay, dann komme ich jetzt mal zum dritten Punkt, und zwar, was ich mir für das Jahr 2016 wünsche. Zum einen natürlich Gesundheit. Das auf jeden Fall. Also, ich meine, ich bin immer noch ein kleines bisschen angeschlagen von der Erkältung von letzter Woche. Das merke ich jetzt im Nachhinein ja doch noch. Gerade jetzt, wo ich auch schon so viele Videos schon wieder machen will. Und, nee. Naja. Naja. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Was ich mir auch wünsche, ist, dass im Berufsleben soweit alles sicher bleibt. Also ich habe eine Festeinstellung. Das ist schon mal sehr viel wert. Ich bin auch froh, dass ich nicht mehr bis zum so und so vielten befristet bin, wie es jetzt bei meinen letzten Arbeitgebern war. Plural, ja. Und ich hoffe, dass das auch sehr, sehr lange so bleibt. Ja, aber so ist das. Selbst ein kleines Küken wie ich muss auch mal arbeiten und Geld verdienen. Sonst geht ja gar nichts. Und ja, für Chibi Let's Play wünsche ich mir natürlich auch, dass es im nächsten Jahr erfolgreich weitergehen kann. Und vielleicht werde ich noch so ein kleines bisschen am Konzept arbeiten. Jetzt zum Beispiel mit den Rollenspielen. Man hat ja doch gemerkt, bei Pokémon habe ich von Januar bis Oktober dran gesessen. Bei Fire Emblem sitze ich ja noch im November dran. Ich hoffe, dass ich es auch möglichst bald jetzt beenden kann. Na, mal schauen. Aber das ist jetzt halt internes Gezwitscher und schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt, ne? Also, ich wünsche euch allen, meinen Abonnenten sowie auch allen Zuschauern dieses Videos viel Glück für die Zukunft, viel Erfolg, auch viel Gesundheit. Macht das Beste draus und ja, jetzt kommen wir jetzt mal zu den Nominierungen, die Kandidaten, die jetzt als nächstes diesen Tag weiterführen können. Und das sind, wie ich schon vorhin erwähnt habe, zum einen The Northern Way of Life. Da dürft ihr beiden, also Digiheld und Dre Deluxe, auch entscheiden, ob ihr jeweils ein Video macht oder euch zusammensetzt und zusammen dann die Punkte besprecht. Dann haben wir Tippy Let's Play. Natürlich, selbstverständlich. Und Game Meria, den ich natürlich auch lieb grüßen möchte und auch hoffe, dass er mit seinen Projekten noch viel Spaß haben wird. Und ja, meine Lieben, macht's gut. Ich freue mich, wenn ihr meinem Video ein Däumchen nach oben gebt. Und dann sage ich an dieser Stelle auch wieder bis bald.